gerade so. Oh, Wettrennen. Jimmy! Ja, ja. Engagiert, ja? Und jetzt sag doch mal bitte, was habt ihr denn hier so mitgebracht? Ja, ich fahre hier einen alten Asso RT10T mit einem Kohlefaser-Graphit-Chassis. Ja, was hast du denn Feines mitgebracht? Das sieht ja auch interessant aus. Also einmal fahre ich einen 4WD XX4 von Team Losi. Ist ein Youngtimer, noch nicht so ganz alt, aber mir macht das Auto Spaß. Haben leider keinen anderen 4WD im Bereich, der mitfahren kann, und ich liebe dieses Auto, und damit bin ich auch groß geworden. Fährt sich gut, macht Spaß, ne? Aber ist schon so ein kleiner Konflikt, Losi, Asso, Losi, Asso, eigentlich hassen die sich ja, ne? Ja, aber die Assos fahren sich halt auch gut, ne? Und gerade so ein Tekin Chassis Umbau mit Mittelmotor ist auf so einer Kunstrasenstrecke schon ganz geil zu fahren. So, wir haben jetzt hier jemanden, der macht dieses hier, also dieses Vintage Modell, wenn man es so möchte, das erste Mal. Erste Mal auf einem Vintage-Rennen mit einer Starachse. Und dann hat er hier noch so einen Plastikbomber von Tamiya. Und damit ist der Mann unglaublich erfolgreich. Und jetzt erzähl mal, was ambitioniert dich, das hier zu machen? Das ist einfach geil. Du kaufst dir so ein Auto, fängst an, das zusammenzubauen, gehst damit auf die Strecke und guckst, du kannst ja so viel verbessern, wirst schneller und dann merkst du, wie es besser funktioniert. Und das macht es ein bisschen süchtig. Dann haben wir hier natürlich für die Königsklasse bei den Wheelies einen super schönen Suzuki Jimny aufgebaut.
Ein hervorragendes Fahrzeug. Schön mit TRF-Dämpfern natürlich. Selbstverständlich, das ist notwendig. Wegen der doch sehr hohen Leistung des Fahrzeugs. Ja, muss ja am Boden bleiben. Ne? Muss ja am Boden bleiben. Und so, man muss da schon einiges machen, damit das funktioniert. Ne? Und, so, aber und hier haben wir unseren Vereinsspezi. Ne? Das ist der Uwe. Und der Uwe ist auch dabei. Ja, und wir freuen uns voll, dass der Uwe dabei ist, weil der Uwe hat das Ganze immer so ein bisschen skeptisch gesehen. Aber jetzt hat er zwei Klassiker. Und jetzt erzähl doch mal, was hast du denn hier? Ja, ich muss sagen, ich habe einmal den Hornet, eine Standardklasse, wirklich Hammer, billig, kann man bezahlen, macht mega, mega, mega Spaß, wirklich. Und dann habe ich hier den Willi, das ist auch eine Standardklasse und der macht Hammer Spaß. Ich muss sagen, wirklich, ich liebe mein Hobby. Diesen. Ja, Bastlung EYK Bison zusammen mit Fruchtgetriebe, Räder und Reife von Apache. Mardave und ja, also auch Frankenstein. Ja, ja, stimmt, ja, Monsterwon. Monsterwon. Lenkt mal schön.